warum brauchen wir denn überhaupt so viel SAR auch im privaten Bereich? Ich habe euch mal ein paar Statistiken bzw. Zahlen mitgebracht, wie viele Freizeitschiffe überhaupt registriert sind. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass keiner diese Boote alleine segelt. Das heißt, wir können schon mal die Anzahl an Personen, die das betrifft, schon mal mindestens mal zwei rechnen. In Deutschland sind es über 500.000 registrierte Freizeitboote. In den Niederlanden sieht das ungefähr genauso aus. Schweden ist es schon ein bisschen mehr mit 880.000 und die Engländer mit Irland zusammen, die sind bei weit über 1 Million Boote. Das heißt, sagen wir einfach mal, jeder ist mit zwei Personen an Bord. Das sind schon über 1 Million Menschen in Deutschland, die da draußen vielleicht nicht täglich rumfahren, aber gerade im Sommer doch eine große Anzahl an Personen ausmachen, die tatsächlich im Zweifelsfall helfen könnten. Das sind jetzt aktuell die Einsätze aus 2023. Man muss auch diese Zahlen ein bisschen mit Vorsicht genießen. Fakt ist, ein Einsatzmittel ist entsprechend rausgefahren oder geflogen und hat jemandem in irgendeiner Art und Weise Hilfe geleistet. Wenn ich mir das angucke, das sind in Deutschland sind es 2000 knapp, sagen wir mal, in den Niederlanden ein bisschen mehr. Aber ihr seht schon, das verhält sich schon ungefähr proportional zu den registrierten Booten, die wir da draußen haben. Ich denke, da muss man den Personen wenigstens die Möglichkeit geben, sich ein bisschen auch frei von irgendwelchen Zertifikaten oder langwierigen Kursen, vielleicht die Möglichkeit geben, sich ein bisschen weiterzubilden, ein bisschen einfach Vorsorge zu treffen.